Okay. Ich möchte mit Blocktechniken anfangen, Blocken gegen Angriffe mit den Bratzen. Und ich möchte das in mehreren Stufen machen. Die erste Stufe, bleib bitte bei der ersten Stufe, sind jetzt erstmal nur Angriffe von außen auf Kopfhöhe. Also Schlag von außen aus dem Kopf, Unterarmblock auswärts oder Unterarmblock einwärts. Vorne ausgerichtet.
hinten wäre negativ, nach hinten ausgerichtet. Im Sinne von Yin und Yang. Das andere ist, was passiert denn, wenn der Block mal nicht die Pratze trifft? Dann treffe ich mein Ziel. Und das Ziel ist der Kopf oder der Körper. Gut. Los geht's. Thank you.
Arm zwischen uns durch und greife mit der anderen Hand nach. Wenn hier ein Tor aufgeht, folge ich und gehe zur Armstreckhebel über der Schulter. Interessant. Nochmal. Also, eins. Den Rückstoß. Und raus. Die Rolle kann, muss aber nicht sein. Eins. Zwei. Den Rückstoß. Kannst auch einfach einen Schritt machen. Ich bin ja faul, dass sie das. Eigentlich ist das mein Auftrag für den Doppelschritt wählen. Ja, wenn er kommt. Aber ich mache jetzt nur den ersten Schritt und gehe dann etwas anders weiter. Hier. Meine Hauptaktion ist im Grunde hier erstmal der Schlag zum Hals. Das Annehmen kann ich so machen, weil ich aus seinem Angriff raus bin. Ja, also ich bin ja hier. Er schlägt an mir vorbei. Dann führe ich seinen Arm weiter. Das Annehmen heißt auch, ich stoppe den Angriff nicht, sondern ich nehme Kontakt auf. Ich will den Arm ja dann eigentlich schon da drüben haben. Das heißt, ich nutze deinen Schlag, um den Arm darüber zu befördern. Beziehungsweise ich gebe dir halt nur die Richtung, eine Richtungsänderung vor. Okay. Und dann stelle ich mich vor. Ich komme von der Seite. Hier. Ich stehe jetzt komplett vor ihm durch den zweiten Schritt, sehr eng dran und bringe den Arm vor meinen Bauch. Dabei drehe ich den Arm ein bisschen weiter ein, um die Spannung zu vergrößern. Ziehe den Arm von meinem Bauchnabel an. So, das sind jetzt zwei. Also, eng, Hand zum Bauchrand und den Arm einlegen. Ein Schräubchen. Zweites Schräubchen, kennt ihr aus der Gymnastik, die Schulter rollt nach vorne. Aber wenn ich die hier, die hier. Das heißt, die Schulter kommt nach vorne. Dadurch verändere ich den Punkt, den der Arm aufnimmt. Drittes Schräubchen, die vierte Schräubchen jetzt. Also, eins, zwei, drei. Letztes Schräubchen jetzt, ich staub den Arm in das Schultergelenk zurück. Ja, also nochmal. Zum Bauch, weiter schrauben, Schulter nach vorne bringen, schrauben. Probiert das mal, so die Technik etwas noch zu feiern. Das ist ein Würzen. Jetzt habe ich hier einen kurzen Break geschaffen. Also im wahrsten Sinne, Break. Die Schraubbewegung. Schraube ich jetzt weiter. Wahrscheinlich muss ich ihr hier ein bisschen Platz geben, dass sie sich bewegen kann. Ja, sonst schraube ich ihr den Arm ab. Irgendwann wird anatomisch bedingt der Arm sich beugen. Und Gabi kommt in eine Rücklage. Wenn sie in Rücklage ist, haust du unter dem Arm durch. Behalte den Griff bei und habe sie jetzt schon in der Position für meinen Schwertwurf. Jetzt gebe ich ihr Platz zum Rollen, indem ich einen Schritt nach vorne mache. Du kannst ein Bein rück. Winkel, zu Fall, Schuhe und nach unten. Ja. Nochmal. Eins, zwei. Jetzt steht aber wieder falsch. Und dann den Druck halten, schrauben, 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 schrauben. Schritt nach vorne, rollen. Verdammt!
Steigt ein beim Armstreckhebel über die Schulter. Wir machen einmal die Technik. Oh. Armstreckhebel über die Schulter. Gut. Du hast den jetzt ganz gut. Meine Bewegung ist jetzt, wenn der Hebel gut drin ist, ich springe hoch und beuge meinen Arm, drücke mit dem Ellenbogen auf Schlüsselbein bzw. auf den Schultermuskel. Ich springe hoch und drücke hier runter. Manchmal muss man ganz schön hochspringen. Einmal. Hier, der Hebel kommt, ich springe hoch und drücke runter. Ich kann natürlich vom Timing das so vorbereiten, dass ich einen Tick vorher, bevor Sabi meinen Arm in die Streckung bringt, die Beugung versuche durchzusetzen. Das ist hier schon. Brauche ich nicht springen, was eigentlich schade ist. Aber auch wenn ich in dem Hebel drin bin, ist das ganz legitim, den Moment zu nutzen, ich springe hoch, um den Schmerz zu verhindern. Das scheint eigentlich jetzt ganz logisch. Oh, da tut es weh. Oh, ich springe doch hoch. Ich bin den Schmerz entgegen. So, Nummer 1. Nee, stimmt gar nicht. Machen wir weiter. Hier ist es das Yin und Yang Prinzip. Wer in Vorlage ist, dominiert diese Situation. Wenn die Sabi mich jetzt hier in Rücklage bringt, wird sie mich auch zu Boden bringen können. Deswegen, wenn wir über das Schrauben schon von Anfang an den Gegner in dieser Rücklage haben, werden wir erfolgreich den zu Boden bringen. Deswegen machen wir jetzt einen Stopp, und zwar genau in der Mitte, wo wir Rücken an Rücken stehen. Hopp, weiter. Stopp. Okay. Das ist meine Bewegung, ich greife nach, ich mache nicht den hier. Und bringe mich jetzt in Vorbeuge und bringe Sami in Rücklage. Und jetzt den selben Wurf zu Boden. Mal umgekehrt. Oft hat man auch, da sieht man auch die Möglichkeit, direkt in den Schwertwurf zu gehen, mit dem gleichen Eingang. Aber ich mache jetzt nicht den Umweg über den Armstrecker, sondern gehe direkt hier rein. Hier ist die Gefahr ganz groß, dass ich aus der Mitte in die Rücklage komme. Sobald das passiert, bin ich fertig.
Handhebel ist, ich bringe meinen Unterarm jetzt aufs Handgelenk. Das heißt, ich rutsche über das Handgelenk rüber und roll den Handbo ein. Jetzt kann ich dich rückdrehen. Schritt zurück zum Kipphandhebel. Block mit links. Ich rutsche über das Handgelenk rüber, das heißt, ich klappe hier an und gehe hier rüber. Soll ich jemand anders nehmen? Okay. Dann gehe ich rück und kippe. Okay, also Angriff von außen, vom Blocken, klemmen. Ellenbogen schiebt hoch oder Unterarm schiebt hoch über das Handgelenk, dass ich auf dem Handrücken zu ruhen komme. Und jetzt rolle ich den Handbo und erhöhe den Druck aufs Handgelenk. Wenn ich jetzt zurückgehe, baue ich den Kipphandhebel auf und jetzt kann ich wieder mit dem Handbo etwas unterstützen. Der Handbo schlägt jetzt auf den am Boden liegenden. Ein bisschen weg. Nicht in dieser Form ausgeführt, sondern ist ein Absenken des Körperschwerpunkts. Das hier arbeitet wieder der ganze Körper. Die mechanischen Gesetze gelten, egal ob wir jetzt mit oder ohne Waffen arbeiten, sind die gleichen. Körperschwerpunkt absenken, erhöht die Schlagwirkung. So, noch einmal. Wir müssen hier in der eins, Block. Aufgemacht. Ich möchte es aber auch nicht zulassen. Sonst tut Aua. Ja, was, deine Frau macht doch sowas mit Medizin, ne? Kannst du dich verarzten. Okay, also. Linke Stockende blockt. Und klemmen, runter. Dann aufbauen. Muss er durchgehen. Fallen lassen. Nicht nur Arm ab.